Also, wenn es irgend möglich ist, so früh wie möglich ein Gefühl dafür kriegen, für das Ganze, für die Erde, für uns als Menschheit, wie wir auf der Erde leben. Also ein politisches Bewusstsein oder ein biologisch-ökologisches Bewusstsein zu kriegen, was gefühlt ist. Also, dass ich auch für die Kinder oder für die nächste Generation, also jetzt mal in eurem Alter, ihr kriegt ja dann Kinder, ja, dass ihr sehr früh das weitergeben könnt, was das heißt, das Lebendige zu pflegen oder eben das Leben zu achten und zu respektieren. Und das Gleiche auch, also jetzt nicht nur mit der Erde, mit der Natur, sondern auch mit den eigenen Gefühlen. Das ist mir auch noch wichtig, dass wir als Menschen lernen, das Leben in uns selber anzunehmen und die Gefühlszustände, die wir kriegen, irgendwie auch anzunehmen. Man muss sie nicht jedem ins Gesicht schleudern, aber ja, also so ein Bewusstsein dafür zu kriegen, aha, jetzt fühle ich das, also Gefühle wahrzunehmen, sie passend auszudrücken und zu erlauben, das finde ich wichtig. Und so eine feine Unterscheidung zwischen Lustprinzip und dem, also dieses, mir geht es nicht darum, nur jetzt auf nur was mir Lust macht, mache ich. Und trotzdem ist es wichtig, ganz drauf zu horchen, was das eigene Herz sagt, was ich wirklich, was mir entspricht in meinem Leben. Also einen Beruf zu finden, der meinem Wesen entspricht, das finde ich ganz wichtig. Und wo ich was geben kann, einen Platz zu finden, wo ich was geben kann.